Griff, mein Junge! Rutherford hat mich über deine Mithilfe informiert. Ich wollte dich da nicht hineinziehen, aber so sind die Zeiten eben, was? Ihr hättet dasselbe für mich getan. So bescheiden wie du bist, wärst du ein mieser Adliger. Aber sage mir, steht es wirklich so schlimm um die Welt, wie Rutherford sagt? Was ich gesehen habe, ist besorgniserregend. So etwas habe ich schon befürchtet. Obwohl ich die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, dass die Großen und Mächtigen die Dinge etwas besser im Griff hätten. Leider scheint es jetzt einen Mangel an solider Führung zu geben. Und ohne wird das Volk vom Weg abkommen. Wir müssen schnell handeln. Hast du einen Plan? Gewiss, die Herausforderungen werden zahlreich sein. Doch meiner Einschätzung nach gibt es zwei Schlüsselbereiche, die absoluten Vorrang haben. Die Armeen der Reiche und die Anführer. Wie du selbst gesehen hast, ist jeder Mensch da draußen auf sich allein gestellt. Einige Städte haben sich zusammengeschlossen, um den Anschein von Ordnung weiter aufrechtzuerhalten. Ja, aber solche Fälle sind leider doch eher die Ausnahme. Und doch ist Einheit das einzige Mittel gegen das Chaos in dieser Welt. Eine Einheit, die sogar die von unseren Vorfahren gezogenen Grenzen überwindet. Das heißt, wenn Sturm nicht zusammenhält, wird es zerfallen. Aber wie würde man das überhaupt in Angriff nehmen? Durch die Armeen, mein Junge. Wie ich schon sagte, wir beginnen in den Reihen derer, die geschworen haben, die Ordnung zu wahren. Leider könnte ich nicht einmal ein paar Infanteristen dazu bewegen, gemeinsam eine Latrine zu graben. Aber ich kenne jemanden, der schon bei manchen Befehlshabern ein geneigtes Ohr gefunden hat. Feldmarschall Eugen Havel. Ist er nicht im Ruhestand? Das war er, bis die akasischen Randela überrannten und dem Heer dort den Garaus machten. Es gibt buchstäblich keinen Mann, der fähiger ist. Nicht mehr. Und wie der Zufall es will, habe ich bereits alles mit ihm besprochen. Natürlich hast du das. Und er ist bereit zu helfen. Unter einer Bedingung. Er will zuerst persönlich mit dir sprechen. Havel war immer ein Mann mit frustrierend starren Prinzipien. Und er hat gewisse Skrupel bei der Zusammenarbeit mit, nun, einem Geächteten. Ich habe deine vielen Tugenden natürlich angepriesen, aber der alte Bock bestand darauf, dich selbst unter die Lupe nehmen zu dürfen. Das macht dir nichts aus, oder? Natürlich nicht. Solange Chaos herrscht, werden wir die Welt nicht verbessern. Ich werde ihn treffen. Wenn der Feldmarschall mich begutachten möchte, soll er das tun. So ist es richtig. Ich werde sofort aufbrechen. Schickst du einen Stolas? Natürlich. Rutherford ist bereits in Randela. Ich werde ihn bitten, Havel Bescheid zu geben. Wunderbar. Danke, Onkel. Nein, ich danke dir, Clive. Du das auch? Papa, wie steht das denn? Was ist das? Frag nicht mich. Es soll aufhören. Ich hab solche Angst. Ich sage dir, dieses Ding beschert uns Unheil. Ich bin bei dir. Allein der Anblick reicht, um einen erschaudern zu lassen. Pfleg, Ambrosia! Thank you.
Ist das dort etwa Rutherford? Wendehälse und Feiglinge, ihr alle! Wenn ihr einen Kampf wollt, dann sollt ihr ihn bekommen! Um die kümmere ich mich. Ich brauche keine Hilfe! Bitte, Herr Feldmarschall, überlasst es ihm. Das wird schnell gehen. Ganz schnell. Richtig. Männer, erledigt ihn. Etwas länger als gedacht. Feldmarschall Eugen Havel? Ist einer von euch verletzt? Nein, Milord. Ihr seid genau gekommen, als uns der Geleitschutz in den Rücken fiel. Verdammte Verräter! Ich habe von Soldaten am Rande der Republik gehört, die ihren Eid gebrochen haben. Aber ich wusste nicht, dass die Korruption so nah ans Herz unseres Landes heranreicht. Eine Schande ist das. Dein aufdringlicher Onkel hat natürlich versucht, mich zu warnen. Lord Clive Rossfield. Oder bevorzugst du Sid, der Geächtete? Sucht es euch aus. Ich bleibe derselbe. Viel wichtiger ist meine Bitte. Mein Onkel will die Welt ins Lot bringen. Und dazu braucht er eure Hilfe. Bevor ich irgendwas zustimme, möchte ich dir eine Frage stellen. Was versprichst du dir von all dem? Ich bin zweifellos mitverantwortlich für dieses Chaos. Doch ich möchte einen Neuanfang für uns alle. Auch wenn meine Entscheidungen nicht immer die richtigen gewesen sind, habe ich sie aus den richtigen Gründen getroffen. So lange wurde uns vorgeschrieben, wie wir zu leben und zu sterben haben. Man hat uns unsere Entscheidungen genommen. Jetzt haben wir die Chance, das zu ändern. Doch um sie zu ergreifen, müssen wir zusammenstehen. Und sei es an der Seite derer, die anders denken als wir. Nicht die Worte, die ich von einem Geächteten erwartet hätte. Aber vielleicht hat dein Onkel recht. Du bist kein gewöhnlicher Geächteter. Ich hasse es, wenn er recht hat. Gut. Ich befehle meinen treuesten Wachen, die dalmekischen Randgebiete unter Kontrolle zu bringen. Dann nehme ich Kontakt zu meinen Kollegen in der kaiserlichen Armee auf und bringe sie dazu, die Ordnung in ihren eigenen Gebieten wiederherzustellen. Danke, Herr Feldmarschall. Aber Sie sind nicht die Einzigen, die wir überzeugen müssen. Was meint ihr? Ein paar Generälen kann ich sicherlich Vernunft einprügeln. Um deren Vorgesetzte zu überzeugen, bedarf es allerdings eher einer gewissen Raffinesse. Wir brauchen einen Gesandten, jemanden, der selbst den stursten Staatsmann umgarnen kann.
Dich vielleicht? Vielen Dank. Aber ich bin auch kein Diplomat. Und ich muss mich um andere Probleme kümmern. Was wir brauchen, ist ein fähiger Vermittler. Und ich kenne vielleicht den richtigen. So, so. Und ist er zufällig auch ein Geächteter? Von einer etwas anderen Sorte. Nun, wir haben wohl keine Wahl. Wir müssen wohl alle den inneren Geächteten in uns finden, wenn wir das überleben wollen. Nun gut, schick deinen Mann gleich zu mir. Mach ich. Mein werter Lord, euer Onkel hat mich angewiesen, den Feldmarschall bis zu seinem Anwesen in Port Isolde zu begleiten. Dann wird mein Gefährte dort zu euch stoßen. Sehr wohl, Milord. Ein Gesandter. Ich würde wohl kaum irgendjemanden überreden. Ich bringe nicht mal meinen Bruder dazu, seine Medizin zu nehmen. Nein. Das muss jemand mit Erfahrung machen. Jemand wie Quinten. Hoffentlich kann ich ihn überreden. Quinten, ich habe einen Vorschlag für dich. Einen Vorschlag? Irgendetwas sagt mir, dass es um mehr geht als ein Fass Gulton Gold. Also gut, ich höre. Ich soll die Herrscher und Minister der Reiche davon überzeugen, einfach ihren Stolz zu vergessen und das Einzige zu tun, was sich seit Jahrtausenden als unmöglich erwiesen hat? Ist das alles? Kann ich dir noch eine silberne Chocobo-Feder bringen? Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber wenn es jemand schafft, dann du. Doch dafür müsste ich das Wenige aufgeben, das mir noch geblieben ist, Clive. Die Menschen aus Kielbrück sind meine Familie. Ich werde sie nicht verlassen. Finde jemand anderen. Das ist bedauerlich. Ja, ist es. Warum denkst du das? Was er verlangt, ist das anders als das, was du bis jetzt gemacht hast? Du sollst denen eine Stimme geben, die nie eine hatten. Das kannst du am besten. Falls du dich um das Weingut sorgst. Wir werden die Trauben ernten und die Fässer füllen, das weißt du. Das ist es nicht. Was ist das dann? Wir sind eine Familie, oder? Vertraust du uns? Du weißt, dass ich das tue.
Was willst du dann sagen? Dass du nur uns retten willst? Warum allen anderen den Rücken zukehren? Du hast es geschafft, mit uns dieses Dorf wieder aufzubauen. Wenn dir das gelungen ist, könnte dir das Gleiche doch mit der ganzen Welt gelingen. Das klingt einleuchtend. Ich fürchte, dass jede Erwiderung von mir darauf recht schwach ausfallen würde. Also hilfst du uns? Ach, wo werde ich gebraucht? Das wird dir Feldmarschall Havel persönlich erklären. Er ist in Port Isolde. Eine Gruppe Fluchbrecher wird dich sicher dorthin bringen. Das würde ich sehr zu schätzen wissen. Ich habe gehört, die Straßen sind alles andere als sicher. Hoffentlich nicht mehr lange. Ich sollte Onkel Byron über die Fortschritte informieren. Onkel, gute Nachrichten. Der Feldmarschall wird uns helfen. Natürlich hilft er. Ich habe keinen Moment an dir gezweifelt. Rutherford sollte ihn gerade zu deinem Anwesen zurückbegleiten. Sie werden dich dort erwarten. Sie und noch jemand. Noch jemand? Wer genau? Lord Havel war besorgt. Er könne zwar die Generäle zu einem Abkommen bewegen, politische Machthaber ließen sich jedoch nicht so leicht überzeugen. Er fragte mich nach einer Lösung. Und ich schlug ihm einen gewissen Justizbeamten vor, der Befreier wurde. Ist das einer deiner Mitverschwörer? Quinten würde mich wohl einen der Seinen nennen, aber ja. Noch ein Geächteter also. Genau, was wir brauchen, um diese verkommenen Politiker zurechtzuweisen. Gute Idee, Clive. Schön, dass du das so siehst. Je mehr, desto besser, hä? Onkel, angenommen Havel und Quinten lösen unser Problem mit den Armeen. Du hast nicht gesagt, was wir wegen der Getreideknappheit machen. Oh, keine Sorge, mein Junge. Die 7 hohen Häuser kümmern sich darum. Sie alle versprachen bereits großzügige Spenden. Natürlich brauchte es ein wenig Überredungskunst. Doch zum Glück hatte ich unerwartete Hilfe. Von wem? Es heißt, du hättest Lady Arians Haushofmeister Rockford gerettet. Vor einer Horde blutrünstiger Banditen. Es war eher eine Handvoll. Nun, die alte Dame war so angetan, dass sie eine Schiffsladung Goldbarren an meine privaten Docks liefern ließ. Und als die anderen Häuser sahen, dass das gute Fräulein nicht mehr auf seinem Geldbeutel saß, haben alle nachgezogen, weil niemand der Letzte sein wollte. Das hört man gern. So, jetzt muss ich zu meinem Anwesen. Triff uns dort so bald wie möglich, ja? Natürlich, Onkel. Und wie bitteschön bringen wir das Getreide in die Hauptstadt, wenn die Straßen voller Akasischer sind? Über eine andere verdammte Straße! Ich habe nur wenige Männer und die schicke ich nicht einfach in eine Ätherflut! Es sei denn, du willst, dass sie sich auch verwandeln! Dann würden sie weniger essen! Sagt der, in dessen Bauch die Rationen einer Kompanie passen! Meine Soldaten brauchen ihre Rationen ohne Nahrung, die sie bei Kräften hält! Sind sie tot, noch ehe diese sinnlose Mission begonnen hat? Wenn ich etwas sagen dürfte, vielleicht kann ich eine Alternative vorschlagen. Zwar sind die Versorgungswege unterbrochen, doch Schiffe haben wir reichlich. In der Tat dümpeln sie in jeder Bucht von hier bis Randela mangels sicherer Häfen. Lasst sie anlegen und füllt ihre Bäuche mit Getreide. Und wenn die Menschen in den Städten satt sind, schickt die Vertriebenen zurück aufs Land, um die Felder zu bestellen. Ah, aber ihr möchtet sicher fortfahren mit eurer Diskussion. Verzeiht die Unterbrechung. Ich mische mich nur ungern in die Belange zweier so guter Freunde ein.
Rutherford schwärmte von eurer großen Verbundenheit. Wir? Freunde? Ich kann ihn nicht ausstehen! Clive, ich bezweifle langsam, ob du mit den richtigen Leuten verkehrst. Welchen Umgang hast du denn bitte von einem Kriminellen wie ihm erwartet? Kriminellen? Du wagst es? Du bist nicht würdig, dieselbe Luft zu atmen wie dieser aufrechte junge Mann. Aufrecht? Er ist bekannt als Sid, der Geächtete. Langsam drehen wir uns im Kreis. Fangen wir nochmal an. Wir beabsichtigen weder eine neue Nation zu gründen, noch wollen wir irgendeinen Thron beanspruchen. Wir wollen lediglich Stabilität ins Land bringen, damit die Menschheit den Sturm überstehen kann. Und dazu müssen wir die Mächtigen davon überzeugen, die Generäle, die Staatsmänner, die Adligen, dass unsere Sache gerecht ist. Es wird Unstimmigkeiten geben. Und wohl auch einiges an Widerstand, viel sogar. Aber das darf uns nicht abschrecken. Wenn wir ihnen den Weg zeigen, ihnen zeigen, dass wir ihn selbst gehen, dann werden sie uns sicherlich folgen. Das Schicksal der Welt liegt in den Händen meines Neffen. Aber das Wohlergehen ihrer Bevölkerung liegt in unseren. Wir müssen die Chance, die Clive uns gegeben hat, nutzen. Onkel Byron, ich... Wenn das geklärt ist, kommen wir zur Unterzeichnung des Abkommens. Denn welcher große Moment der Geschichte wurde nicht von einer Zeremonie begleitet? Ihr Bürger von Valistea, ich präsentiere die Dreieinigkeit. Rutherford, mein Federkiel. Nun, mein Junge, die Bühne ist bereitet. Das ist sie. Du wurdest für diese Rolle geboren. Jetzt bitte ich dich, auf die Stärken deiner Nebendarsteller zu vertrauen. Wir spielen unsere Rollen so gut wie möglich, damit du die Möglichkeit hast, zu glänzen. Die Welt braucht ihren Sir Crandall. Und der beste Crandall, Clive, bist du. Ich will, dass du den Vertrag behältst. Als Zeichen unseres Vertrauens. Werde ich. Danke, Onkel. Weißt du, was das ist? Das da oben. Was könnte mit Togger sein?
Auf mich wirkt er eigentlich gesund. Zu deiner Nachricht. Du hast geschrieben, Torgal sei krank. Du kannst also doch lesen. Wer hätte das gedacht? Ich weiß nicht, ob er wirklich krank ist, aber irgendwas stimmt da nicht. Er will seine Leckerlis nicht. Die ausgekochten Knochen aus Mollys Brühe hat er immer geliebt. Und jetzt rührt er sie einfach nicht an. Das ist nicht normal. Deshalb frage ich mich, was mit dem armen Tier los sein könnte. Scheuchst du ihn zu viel durch die Gegend? Nicht mehr als sonst. Ist es das, Großer? Brauchst du eine Pause? Was ist er nochmal? Ein Frostwolf? Laut Harpokrates, ja. Vielleicht hat es dann irgendetwas mit diesen neuen Kräften zu tun, die in ihm erwacht sind. Das könnte natürlich zusammenhängen. Ich werde mit Harpokrates reden. Mach das. Wenn jemand was weiß, dann er. Harpokrates, ich habe eine Frage zu Torgal. Mit ihm stimmt etwas nicht. Ist er etwa krank? Das glaube ich nicht. Aber Charon ist aufgefallen, dass er keinen Appetit hat. Und das gab es bisher noch nie. Angeblich rührt er seine Knochen nicht mehr an. Und wir fragen uns, ob das mit den Ereignissen in Rosalie zu tun haben könnte. Das könnte tatsächlich sein. Ich hätte eine Vermutung. Kanidae fressen vor allem deshalb Knochen, um an das nahrhafte Mark darin zu gelangen. Und ein Frostwolf wird da keine Ausnahme bilden. Es ist jedoch denkbar, dass Torgal schlichtweg das Interesse an unseren Suppenknochen verloren hat. Möglicherweise benötigt er für seine neuen Kräfte andere Nährstoffe als bisher. Dann könnte es nämlich sein, dass die Suppenknochen, die Charon ihm gibt, diesen Bedarf nicht decken. Frostwölfe reißen häufig größeres Wild, dessen Knochen andere Nährstoffe enthalten als die kleinerer Tiere. Es gilt also, einen passenden Ersatz zu finden. Im Osten Rosarias leben gewisse Waisenantilopen, die mehr als doppelt so groß wie ihre kleineren Artgenossen sind. Ich glaube nicht, je welche gesehen zu haben. Kein Wunder. Diese Pflanzenfresser sind sehr scheu. Sie haben sich in entlegene Gebiete zurückgezogen. Wenn ich mich recht entsinne, trug sich die letzte Sichtung nahe Cressida zu. Das ist allerdings schon Ewigkeiten her. Immerhin. Ein guter Anhaltspunkt für die Suche. Weidmanns Heil, Clive. Guck, Papa! Es leuchtet so hell! Schön, oder? Demjenigen, der die Idee hatte, die Träger nach Eastpool zu bringen, bin ich... Man erkennt ja.
ich eine riesige Antilope? Würde es mir hier gefallen? Größere finden wir sicher nicht. Hast du Hunger, Torgal? Torgal, fass! Mal sehen, ob dir das schmeckt. Das deute ich mal als ja. Dann müssen wir uns wohl bei Hippokrates bedanken. Weißt du, was du bist, Torgal? Ein riesiger Welpe. Du kannst den Knochen ruhig mitnehmen, Torgal. Charon wird sich freuen zu hören, dass du wieder frisst. Komm, Junge. Ihr beide wart ja ganz schön lange unterwegs. Wart ihr draußen spazieren? So in der Art. Ah, Mollys Reste waren ihm also nicht mehr gut genug. Unser kleiner Torgal ist zum Feinschmecker geworden. Schon gut, ich hab verstanden. Irgendwie treib ich dir noch mehr von diesen Knochen auf. Ich hab etwas Vorrat mitgebracht. Das sollte eine Weile reichen. Darf ich das hier lassen? Darfst du, ausnahmsweise. Ach, und richte Harpo meinen Dank aus. Elender Rechthaber. Ich wollte eh gleich zu ihm. Wo willst du denn hin, Sid? Können wir mitkommen? Wir sind auch ganz brav, versprochen. Ah, Clive. Und wie ist die Jagd gelaufen? Ziemlich erfolgreich. Wie immer lagt ihr mit euren Vermutungen richtig. Und Torgal ist mittlerweile wieder ganz der Alte. Sehr gut, sehr gut. Und ich soll euch von Charon grüßen. Dank euch hat sie eine Sorge weniger. Ah, da fällt mir ein. Nach eurem letzten Besuch habe ich über Torgals Kräfte nachgedacht. Erinnert ihr euch an unser Gespräch über Jills Rolle bei Torgals Verwandlung? Ihr sagtet, dass sie seine Kräfte geweckt hat. Genau das. Ich hielt es für plausibel. Doch mittlerweile sind Zweifel bei mir aufgekommen. Wisst ihr, der Fenrir aus der Legende diente einzig und allein Shiva.
Auch er verfügte wohl über beeindruckende Kräfte. Und doch waren sie wohl etwas anderer Natur als das, was ihr bei Torgal beobachtet habt. Was wollt ihr damit sagen? Dass Torgal nicht nur mit einer Esper resoniert, sondern mit mehreren. Denkt doch, er ist nicht nur Jills Gefährte. Treu begleitete er auch euch, euren Bruder und einst sogar Sid. Das heißt, die Nähe zu mehreren Espern hatte Folgen für Torgal. Er hat sich auf sie eingestimmt. Und es wurden immer mehr, dank der Domini, die ihr besiegt habt, Clive. Ich kann nur spekulieren, wie all das Torgal beeinflusst hat. Er war in letzter Zeit wilder als sonst. Das überrascht mich nicht. Vermutlich wird er noch wilder. Wir können von Glück reden, dass er unser Verbündeter ist und nicht einer unserer Feinde. Er ist mehr als das. Er ist ein Freund. Was hast du dieses Mal, Torgal? Erst das mit dem Himmel, jetzt diese... Man kann über sie sagen, was man will. Aber Charon hat dafür gesorgt, dass wir nicht mit leeren Regalen dastehen. Was hast du denn, Torgal? Was ist? Siehst du da etwas? Seit wann hast du eigentlich diesen Ring an der Pfote? Den hat er von Sid bekommen, als der ihn aufgenommen hat. So lange schon? Und trotzdem fragst du erst heute danach. Sid hatte damals gestört, dass Torgal die Angewohnheit hat, an der Pfote zu nagen. Also hat er ihm den Ring umgelegt, um es ihm abzugewöhnen. Ach, Torgal. Sicher war es Trennungsschmerz. Es war bestimmt ganz schön schwer für den Kleinen, sich auf einmal ganz allein durchzuschlagen. Vielleicht noch schwerer, weil er ein Frostwolf ist. Er braucht die Verbindung zu seiner Esper. Sid hat ihm immer gesagt, der Ring kommt erst ab, wenn du gefunden hast, was du suchst. Und schließlich hat er dich gefunden. Tut mir leid, Großer, dass du so lange warten musstest. Dann nehmen wir ihn jetzt ab. Ich glaube, er will ihn nicht hergeben. Klingt so. Sicher, weil er dich an Sid erinnert, oder? Du willst, dass ich mitkomme? Sieh einer an. Du verstehst ihn besser als gedacht. Lange nicht so gut wie du, Charon. Tja, kein Wunder. Schließlich war ich es, die ihm all die Jahre Knochen besorgt und den Bauch gekrault hat. Du warst ihm eine wahre Freundin. Dafür bin ich sehr dankbar.
Nur weil er nicht so frech ist wie der Rest von euch. Und jetzt geht schon. Dann geh mal voran, Torgal. Also gut, Torgal. Wo möchtest du hin? Ein bisschen mehr musst du mir schon helfen. Gib mir doch einen Hinweis. Es sei denn, das hast du schon getan. Auf dem Achterdeck. Da hast du nach Westen gesehen. Richtung Rosaria. Willst du etwa zum Krähennest? Auf der Insel war ich seit fast 20 Jahren nicht mehr. Auf nach Port Isolde. Hoffentlich gibt es die Anlegestelle noch. Glück gehabt. Sogar ein Kahn ist noch da. Nur wir sind größer geworden. Wenn wir nicht reinpassen, musst du vielleicht schwimmen. War doch nur Spaß. Ihr beide könnt ohne uns gehen. Wir warten hier. Danke. Wir sind bald zurück. Also, komm, Torgal. Sieht alles genau wie früher aus. Es ist gleich hinter diesen Bäumen. Auf geht's. Rennen wir? Wer zuerst am Ziel ist. Da wären wir. Unser geheimes Versteck. Weißt du noch, Torgal? Hier konnte ich immer vergessen, wer ich war. Oder nicht war. Prinz, Schild. Ein Sohn, den die Mutter liebt. Hätte ich nur eine dieser Rollen erfüllt, wäre vielleicht... Was hast du, Großer? Aus dem Schloss und vom Phönixtor. Hast du das hergebracht? Mein altes Holzschwert.
Torgal. Du hast die ganze Zeit nach mir gesucht. Habe ich recht? Danke, Torgal. Dass du gewartet hast. Mich nie vergessen hast. Dieses Holzschwert nehme ich mit. Damit ich auch nie vergesse, wer ich bin. Da geht's nicht zurück zum Boot, Torgal. Schon gut, schon gut. Ich komme. Ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Alle sagen immer, wie wichtig es sei, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Aber ohne sie wären wir nicht, wer wir heute sind. Und wir wüssten nicht, was wir uns von der Zukunft wünschen. Komm, Torgal. Gehen wir zurück. Danke fürs Warten. Wir sind bereit.